Ja, wir haben heuer das zweite Mal ein Entenrennen, sprich Duck Race, veranstaltet. Und zwar, das ist eine Veranstaltung, die jetzt jährlich für uns in das Fixprogramm aufgenommen wurde. Und zwar, wir schicken da Plastikenten in unseren nahegelegenen Södingbach ins Rennen. Heuer sind 1500 Enten den Bach hinuntergeschwommen, mit Nummern versehen. Im Vorfeld konnte man natürlich diese Nummern erwerben in von Bons. Der Reinerlös aus dieser Veranstaltung kommt zur Gänze den Jugendmannschaften und so wie im Vorjahr wiederum einen karitativen Zweck zugute. Zum Beispiel im Vorjahr haben wir die Hauskrankenpflege mit 500 Euro unterstützen können, wo wirklich allen geholfen wurden. Und beziehungsweise dieses Geld ist in der Gemeinde geblieben. Das Duck Race Rennen hat um 15 Uhr begonnen. Um ca. 16 Uhr gibt es jetzt Tanz und Witz mit Baden Fritz und er hat es wirklich gezeigt, dass er viel drauf hat. Die Leute sind schon sehr belustigt bzw. haben eine Freude an dieser Veranstaltung. Also wir da sind zuständig für die Versorgung und für die Gäste da, kulinarisch gesehen, und können anbieten Schnitzelsemmel, Schnitzel mit Pommes und sogar einen Kartoffelsalat dazu. Eine Blondine sagt zu anderen, ich muss morgen zum Schwangerschaftstest. Hat die andere gesagt, hoffentlich sind die Fragen nicht schwer. In der Pause von Badl Fritz wird es dann die Schlussverlosung von den 20 schnellsten Enten geben, wobei wir uns natürlich recht herzlich bei allen Sponsoren bedanken. Es gibt wunderbare Sachpreise bis zum 100. Preis und die ersten 20 Preise sind natürlich besser, wobei es für die ersten drei Geldbeträge gibt. 300, 200 und 100 Euro hat es zu gewinnen gegeben. Ein recht herzliches Dankeschön noch einmal an alle Sponsoren, die diese Veranstaltung unterstützt haben. Natürlich auch ein herzliches Dankeschön an die Firma Kreativ Video. Zwei Blondinen bleiben wirklich im Lift stecken und die eine geschrien, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und die andere gesagt, war nicht besser, wenn wir beide rufen würden. Okay, beide, beide. Und wisst ihr, warum die Blondinen am Wochenende bei der Diskothek alle am Dach rumhocken? Weil der Wirt hat gesagt, die nächste Runde geht aufs Haus. Es ist wunderbar. Nur eins kann sein, ein bisschen mehr Leute können da sein. Das ist schon drum. Das Wetter ist so schön, aber ein bisschen zu wenig Leute sind. Aber so ist es optimal.